In diesem Video gebe ich dir die vier typischen Fehler, die Männer in ihrer Körpersprache machen, wenn sie mit einer Frau flirten. Wenn du diese vier Fehler weglässt, dann kannst du deinen Erfolg bei Frauen massiv hochschrauben, weil die nonverbale Kommunikation, also deine Körpersprache, macht 90% deines Erfolges bei einem Flirt aus. Also wie du stehst, wie du schaust, wie du die Dinge sagst, ist viel wichtiger als was du sagst. Also das Verbale sind nur 10%. Also wenn du diese Fehler weglässt, dann wirst du merken, Frauen zeigen dir mehr Interesse. Frauen zeigen dir in den ersten 30, 40 Sekunden des Gesprächs auch einfach, hören die mehr zu, reden auch mehr, sind auch offener, sich mit dir zu unterhalten, einfach weil sie merken, hey, dieser Mann, der hat was. Und ob man als Mann was hat oder ob man selbstbewusst rüberkommt, hat viel einfach mit der Körpersprache zu tun. Und da, wenn man einfach nur auf diese vier Fehler achtet, das sind die typischen, die ich in meiner Arbeit seit Jahren auch immer wieder, in den letzten Jahren immer wieder gesehen habe, wenn man darauf achtet, dann kann man relativ schnell seine Körpersprache verbessern. Und wir fangen direkt mal mit dem ersten Fehler an. Und der erste Fehler ist, dass Männer sehr hektisch sind in ihrer Körpersprache. Wenn wir nervös sind, Nervosität ist ja so eine sehr hektische Energie auch. Wir fangen an, schneller zu werden in allem, was wir machen. Also wir fangen an, ein bisschen rumzuzappeln. Wir fangen an, uns, ohne dass es notwendig ist, so ein bisschen mehr zu anzufassen. Wir fangen an, wenn zum Beispiel eine Gesprächspause herrscht, auch ein bisschen zu lachen, wegzuschauen. Oder angenommen, man redet mit einer Frau und irgendwo anders hörst du irgendwie ein lautes Geräusch. Das ist, was viele Männer dann machen, wenn sie nervös sind. Sie reden mit dir, da kommt das Geräusch, ups, schauen dann direkt in die Richtung hin. Also was passiert ist, man kann den Druck, der entsteht, wenn man mit dieser hübschen Frau redet, nicht aushalten. Und das erzeugt Nervosität und ist vollkommen menschlich und normal. Und es ist auch menschlich und normal, dass man diese Bewegung dann macht. Aber das Ding ist, es macht Sinn, ein gewisses Bewusstsein dafür zu haben. Und einfach nur, also ich meine es ernst, bevor du dir irgendwie, weil viele Männer machen sich Gedanken, wenn sie mit einer Frau reden, bevor du die ganze Zeit darüber nachdenkst, was du jetzt als nächstes sagen kannst, wäre es besser, wenn der Großteil deines Fokuses auch einfach nur in deinem Körper wäre und so schaut, okay, ist mein Körper gerade entspannt? Bin ich gerade ruhig von der Art, wie ich gerade stehe? Man kann das sehr oft beobachten, wenn ein Mann und eine Frau flirten. Wenn eine Frau sehr attraktiv ist, dann sind viele Männer wie so Tänzer um die Frau herum und bewegen sich ein bisschen zu viel. Und das Ding ist, dass andersrum wieder, wenn dann ein Mann sehr eine starke Präsenz hat, wie so ein Fels in der Brandung, der einfach nur steht, dann finden Frauen das wiederum sehr, sehr anziehend und dann fangen Frauen an, sich viel zu bewegen und unnötig viel auch zu bewegen. Und das ist dann wieder quasi auch ein Zeichen davon, dass die Frau auf dich steht. Deswegen als Mann für dich der erste Tipp, versuch diese hektische Bewegung rauszubekommen. Und der zweite Tipp, der ist vor allem dann relevant, wieder, wenn wir mit einer hübschen Frau reden und am Anfang des Gesprächs. Angenommen, du lernst sie irgendwo kennen, du sprichst sie vielleicht auch an oder irgendwie über Freunde. Du bist vielleicht in so einer Gesprächsrunde mit Freunden, ihr seid am Stehen. Und was nach viele Männer machen ist, dass sie sich vorbeugen, unnötig vorbeugen, wenn sie mit einer Frau reden. Vor allem, wenn man größer als die Frau ist, dann beugt man sich auch so ein bisschen runter. Also dieses so ihr zu stark entgegenkommen beim Reden, das wirkt sehr unsicher. Also ich habe das so oft beobachtet, wenn ein Mann eine Frau anspricht, der Mann steht hier, die Frau steht da und der Mann redet quasi so mit ihr. Also vielleicht hat es ein bisschen übertrieben ausgezeigt, wie ich das mache, aber man ist halt wirklich so und vor allem, wenn sie was sagt, was man interessant wird, also die ganze Zeit dieses Vor und Zurück. Und was ich Männern da empfehle, weil das ist bei mir früher auch so und ich habe diese Tendenz auch bei mir bemerkt, was man machen kann ist, also im besten Fall sollte man einfach ruhig auf der Stelle stehen bleiben, aber wenn man merkt, dass man diese Tendenz hat, kann man eine Sache machen und zwar, man merkt, man beugt sich vor und anstatt dann mit beiden Beinen auf derselben Höhe zu stehen, kann man das eine Bein einfach ein bisschen zurücknehmen und dann justiert das automatisch die Körperhaltung. Und natürlich steht man dann so irgendwie mit, stehen beide Beine nicht parallel ineinander, aber das Ding ist, dass man so zumindest wieder zentriert ist. Und das ist ein Vorteil. Und wenn du das machst, dann kannst du diesen Fehler ausgleichen. Dieser Fehler wirkt sehr komisch für Frauen, er wirkt sehr unsicher. Sie hat das Gefühl, okay, was macht er? Wieso kommt er da gerade so nah? Und sie checkt auch unbewusst. Das sind dann nicht die bewussten Gedanken, die sie im Kopf haben, aber sie checkt auch unbewusst, dass du es aufgrund deiner Nervosität und deiner Unsicherheit machst. Und das Ding ist, hier geht es nicht darum, dass wir nicht unsicher sein dürfen, wenn wir mit einer Frau reden oder nie nervös sein dürfen. Das ist ja natürlich und normal, aber wenn sich das dann ausdrückt in so einer Körpersprache, dann wird das erst unattraktiv. Und jetzt kommen wir zum dritten Fehler. Und der dritte Fehler wirkt, wenn man ihn zum ersten Mal hört, so ein bisschen wie das Gegenteil vom ersten Fehler. Man muss da ganz genau aufpassen. Und zwar, auf der einen Seite soll man nicht zu hektisch sein. Aber auf der anderen Seite gibt es wiederum Männer, die, wenn sie nervös sind, komplett angespannt sind im Körper und so aussehen, als hätten sie einen Stock im Arsch. Also man hat gar keine Bewegung mehr und man steht halt einfach da, ich weiß nicht, ob das jetzt so rüberkommt, so beim Video, aber man steht einfach da, unterhält sich mit Leuten und man ist, also der ganze Körper ist auf Spannung. Und was halt passiert ist, es fehlt so ein bisschen die Geschmeidigkeit im Körper, die eben die Geschmeidigkeit in der Bewegung und man wirkt halt wie so ein Eiskotz da.
Und man merkt dieser Person einfach an, dass sie angespannt ist, weil, das muss man auch verstehen, wenn wir nervös sind, sind wir angespannt. Und das drückt sich auch in unserer Muskelspannung aus. Und quasi ein entspannter Mensch hat auch eine relativ entspannte Muskulatur. Deswegen mach mal jetzt eine Übung nach. Und zwar, schau jetzt gerade mal in die Kamera und schau mal, ob du dein Gesicht, deine Gesichtsmuskeln mal für einen kurzen Moment entspannen kannst. Deine Augen, dein Gesicht. Wenn ich das mache, merke ich auch schon, wow, wieder ein bisschen lockerer drauf. Und ob du deinen Nacken und deine Schultern auch mal so ein bisschen senken kannst und ein bisschen entspannen kannst. Und dann wirkst du auf einmal viel, viel entspannter. Dann ist ja auch normal. Wenn ich gerade ein Video drehe, habe ich auch immer, das ist immer eine leichte Grundanspannung. Und wenn ich dann das auch mache, dann bin ich plötzlich entspannter. Und das ist eine Sache, die du auch machen kannst. Und dafür brauchst du ein gewisses Bewusstsein für den Körper. Das heißt, du musst, wenn du mit einer Frau redest, würde ich dir empfehlen, anstatt super viel darüber nachzudenken, was du jetzt als Nächstes sagen kannst, wie du rüberkommst, ist es wirklich eher besser, immer wieder diesen Blick auf den Körper zu haben. Manche Männer sind beim Fehler 1 viel zu hektisch und viel zu nervös und bewegen sich unnötig. Und andere Männer sind komplett angespannt. Also auf der einen Seite willst du nicht super hektisch sein, aber auf der anderen Seite sollst du wirklich schauen, ist meine Muskulatur gerade unnötig angespannt? Weil vor allem, wenn du hier in diesem Bereich angespannt bist, wenn du das hier anspannst, dann bist du automatisch eher in diesem Rundrückenbereich. Weil die Anspannung der Muskulatur führt ja genau zu dieser Bewegung. Und das ist einfach eine Sache, auf die man achten kann. Und jetzt kommen wir zum vierten Fehler. Und der vierte Fehler ist fast schon der wichtigste, und zwar Blickkontakt. Fehlender oder schlechter Blickkontakt ist der Hauptgrund, warum eine Frau einen Mann im ersten Moment nicht interessant findet. Und wenn man dann auf der anderen Seite charmanten, guten Blickkontakt halten kann, dann ist das quasi wie so ein Schlüssel ins Herz einer Frau. Wenn ich einem Mann nur einen Tipp geben könnte, so was nonverbale Kommunikation und Körpersprache beim Flirt und so angeht, dann wäre es Blickkontakt, richtig Blickkontakt zu halten. Denn viele Männer können den Blick nicht halten und schauen zu schnell weg oder schauen zu schnell runter. Oder wenn sie den Blick mit einer Frau halten, dann sind sie viel zu angespannt. Viel zu angespannter Blick. Oder sie schauen einer Frau nicht wirklich richtig ins Auge, sie bringen irgendwelche Blicke, die teilweise komisch sind. Und auf diese ganzen Sachen muss man aufpassen. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, wo ich auf die vier Fehler beim Blickkontakt eingehe. Das Video ist hier verlinkt. Kannst du dir auch gerne anschauen. Ist eine sehr spannende Erklärung geworden. Und ansonsten hoffe ich dir einfach, dass dir diese Tipps weitergeholfen haben. Und ansonsten bis zum nächsten Video.